Oranienburg, das erste Oranienburg, das erste Konzentrationslager des Regimes, wird von der SA geführt. Doch im Prestigekampf um die Terrorhoheit will auch die SS punkten. Den Reichstagsbrand vom März 1933 nutzt der mittlerweile zum Münchner Polizeipräsidenten ernannte Himmler, um das KZ Dachau zu errichten. Damit beginnt das SS-Monopol über die Konzentrationslager, die Willkürherrschaft über Leben und Tod. Dachau ist SS-Hoheitsgebiet mit SS-Wachen und SS-Kommandanten. Lagerchef Theodor Eicke konzipiert eine auf Terror und Bestrafung gebaute Lagerordnung, die künftig in allen KZs gelten soll. Erbarmungslose Kampfmaschinen, bereit zur Auslöschung des vermeintlich Minderwertigen. In nächtlichen Inszenierungen verstehen Regime und SS weniger das Leben zu feiern, als vielmehr den Kult des Heldentodes und die germanische Mystik. Dafür steht auch die Wewelsburg bei Paderborn. SS-Einsatzgruppen der Polizei, die gemeinsam mit örtlichen Komplizen verhaften, deportieren und morden.